Ingrids Woche und Klaus. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Was heißt hier Hallo? Hallo heißt Hallo. Hallo so, heißt Hallo, ja, ist ja eine Begrüßung. Guten Tag, ja. Dann fangen wir mal an. Griechenlands Staatsbankrott wird immer wahrscheinlicher. Folgt jetzt der Ausschluss aus der EU? Ja, richtig, das wäre das Beste. Das ist die Beste. Das ist die Beste. Das Volk, unser Volk, ist zu 70% dagegen, dass Griechenland... 75%. 75% sind sogar gegen den Euroschirm. 70%, so. Dass Griechenland von uns unterstützt wird. Was bedeutet das für die Griechen? Raus aus der EU. Raus. Nein, wir sind... Man soll ihnen ihren Drachmen wiedergeben und da sollen sie weiter so... Die Armen. Bitte? Die Armen. Armen, ja, was haben die vorher gemacht? Die können doch uns nicht auf der Tasche ewig liegen. Das geht doch nicht. Ich meine, nicht. Wir sind, da war vor kurzem eine Diskussion, eine politische Diskussion war da. Und da sagten sie unter anderem, ja, 75% sind ja gegen den Rettungsschirm. Mhm. Und da war der Struck da, dieser vergammelte Typ da, dieser Motorradfahrer da, dieser Wichtigtuer, wenn ich den schon sehe. Ja. Da sagt er, der Reporter sagt, hören Sie mal, 75% der Bevölkerung sind gegen den Rettungsschirm. Da sagt dieser Lump, sagt er ganz trocken, was interessiert den Bundestag, was interessiert denn das Volk? Wenn wir das beschließen, dann beschließen wir das. Du sollst jetzt mal still sein. Er will das doch nur loswerden. Ah ja, ich will so vieles. Ach, der will immer loswerden. Ich lasse ihn nicht. Gut, anderes Thema. Angeblich hat Silvio Berlusconi Witze über Angela Merkel gerissen. Was sagt ihr dazu? Wer reißt heute keine Witze mehr über Merkel? Die Frau ist doch, die ist doch... Passé, jedenfalls. Vergangene Woche. Einmal ist sie so, dann ist sie wieder so, dann steht sie wieder so da. Aber von Staatsoberhaupt zu Staatsoberhaupt? Ach, natürlich. Gott, über Berlusconi werden ja auch Witze gerissen. Mit seinen 80-jährigen Mädchen. 80-jährige Mädchen? 18. Ach, 18. Entschuldigung, 18. Habe ich 80 gesagt? Ich habe 80 verstanden. Na, mit 18 treibt das vielleicht auch noch. Letztes Thema. Amerikanische Wissenschaftler finden einen Zusammenhang zwischen Fettleibigkeit und Frisuren. Demnach wollen viele Frauen keinen Sport treiben, weil sie ihre Frisur nicht ruinieren wollen. Ja, das ist hier. Was ist denn typisch? Also weißt du, das regt mich auf. Ich kann doch meine Meinung äußern. Warum? Ich bin also schwimmen, wenn ich an der See bin. Ja, ich bin eigentlich eine Wasserratte. Ja, weil das feucht ist. Da sieht man den Schweiß. Ach, du bist bekloppt. Na dann, bis nächste Woche.